Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Kudamm-Raser wegen Mordes verurteilt. Deutsche Wohnen steigert Gewinn und das Wetter zeigt sich erst einmal von der grauen Seite mit vielen Wolken und auch Regen ist dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 26. März 2019. Mehr als 3 Jahre nach einem tödlichen Autorennen in der Berliner City haben die Richter gegen 2 junge Männer erneut lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes und lebenslange Führerscheinsperren verhängt. Mit dem Urteil gegen Hamdi H. und Marvin N. entsprach das Landgericht weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die heute 30 und 27 Jahre alten Fahrer in ihren hochmotorisierten Autos den Tod eines 69-Jährigen billigend in Kauf nahmen. Sie waren im Februar 2016 mit bis zu 170 Kilometern in der Stunde über den Kurfürstendamm gerast. Der Ältere hatte schließlich an einer für ihn roten Ampel einen Jeep gerammt. Der 69-jährige Fahrer starb noch in seinem Auto. Die beiden Raser wurden kaum verletzt. Eine andere Strafkammer des Landgerichts hatte im Februar 2017 gegen die beiden Männer deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raserfall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes verhängt. Der Bundesgerichtshof sah aber einen bedingten Tötungsvorsatz als nicht ausreichend begründet. Er hob das Urteil auf und ordnete eine neue Verhandlung vor dem Landgericht an. Doch die Richter in der Hauptstadt kamen nun auch in dem neuen Prozess zu dem gleichen Schluss. Rund einen Monat vor dem 1. Mai gibt es in der linksradikalen Szene Überlegungen, die traditionelle abendliche Demonstration von Kreuzberg nach Friedrichshain zu verlegen. Auf der Internetseite Indie Media betonen verschiedene Autoren, wegen des ausufernden Straßenfestes mit zehntausenden Partybesuchern sei Kreuzberg für die Demonstration nicht mehr geeignet. Man wolle nicht mehr darauf setzen, dass tausende Schaulustige einfach mitlaufen, weil sie ohnehin zum Feiern in der Gegend sind. Erreicht werden sollten Menschen, die sich gezielt an einer politischen Demonstration beteiligen möchten. Bei der Polizei wurde bislang für den Abend des 1. Mai weder in Kreuzberg noch in Friedrichshain die übliche Demonstration linksextremer Gruppen um 18 Uhr angemeldet. Offiziell gemeldet ist aber bereits wie im vergangenen Jahr eine Demonstration am Mittag im Villenstadtteil Grunewald. Steigende Mieten, vor allem in Berlin, haben dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zu deutlich mehr Gewinn verholfen. 2018 legte der operative Gewinn im Jahresvergleich um 11% auf knapp 480 Millionen Euro zu, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Vom guten Ergebnis sollen die Aktionäre profitieren. Das Management will die Dividende auf 87 Cent je Aktie erhöhen, nach 80 Cent im Vorjahr. Im laufenden Jahr will die Deutsche Wohnen beim operativen Gewinn noch einmal zulegen. Das Unternehmen peilt bei dieser Kenngröße 535 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieben 2018 knapp 1,9 Milliarden Euro als Gewinn hängen. Das war ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von fast 6%. Die Mieten stiegen auf vergleichbarer Basis um 3,4%, in Berlin sogar um 3,6%. Deutsche Wohnen vermietet allein in Berlin rund 100.000 Wohnungen. Das börsennotierte Unternehmen ist bekannt für eine rigide Mieterhöhungsstrategie. In der kommenden Woche soll in Berlin ein Volksbegehren anlaufen, das die Deutsche Wohnen und andere große Immobilienkonzerne enteignen und ihre Wohnungen in den Landesbesitz überführen will. Auch Grüne und Linke unterstützen das Anliegen. Der regierende Bürgermeister Michael Müller lehnt die Forderung ab. Und wir kommen zum Sport. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat in einer mündlichen Verhandlung den Einspruch des 34-jährigen Hertha-Kapitäns Vehat Ibisevic zurückgewiesen, wie der DFB mitteilte. Ibisevic hatte im Bundesligaspiel am 16. März in der Nachspielzeit BVB-Torhüter Roman Bürki den Ball an den Kopf geworfen und dafür von Schiedsrichter Tobias Weiß die rote Karte gesehen. Damit hat das Einzelrichterurteil des DFB vom 20. März bestätigt.
Stand. Hertha kündigte direkt an, gegen das Urteil fristgerecht Berufung beim DFB-Bundesgericht einlegen zu wollen. Dazu hat der Club eine Woche Zeit. Zur Überzeugung des Gerichts hat Vedat Ibisevic aus Verärgerung über das Zeitspiel von Borussia Dortmund den Ball gezielt und mit Wucht auf Torwart Roman Bürki geworfen. Von einer fahrlässigen Handlung kann daher nicht die Rede sein, sagte Hans E. Lorenz als Vorsitzender des DFB-Sportgerichts zur Urteilsbegründung und erklärte, da Ibisevic zuvor schon 5-mal sportgerichtlich in Erscheinung getreten ist, war neben der Sperre eine zusätzliche Geldstrafe zu verhängen. Diese beträgt 15.000 Euro. Am Dienstagmorgen hat für die Eisbären Berlin die Vorbereitung auf das 6. Playoff-Spiel der Viertelfinalserie gegen den EHC München begonnen. Durch den Sieg am vergangenen Sonntag in München haben die Spieler um Kapitän André Rankel die Serie auf 2:3 verkürzt, dürfen aber in den verbleibenden 2 Spielen nicht mehr gegen den amtierenden Meister verlieren, um in das Halbfinale einzuziehen. Gegner dort wären die Adler aus Mannheim. Das Entscheidende für Kapitän André Rankel ist es, in den kommenden Tagen den Fokus nicht zu verlieren. Ich glaube, uns war bewusst, dass es unser letztes Spiel die Saison hätte sein können. Aber auf der anderen Seite war es so, dass wir daran überhaupt gar nicht gedacht haben. Wir wollten von Wechsel zu Wechsel spielen, von Drittel zu Drittel. Und du brichst es dann wirklich so weit runter, um dir gar nicht die Konsequenzen so bewusst zu machen. Klar war es in den Hinterköpfen, aber hat für uns keine Rolle gespielt. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist wolkig, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um die 3 Grad. Am Mittwoch ist es überwiegend dicht bewölkt. Man sollte das Haus auch nicht ohne Regenschirm verlassen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 8 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch am Donnerstag kann es vereinzelt noch leichten Regen geben. Ab Freitag bleibt es dann aber überwiegend trocken und pünktlich zum Wochenende lässt sich auch die Sonne wieder häufiger blicken. Dabei bewegt sich das Quecksilber wieder etwas nach oben. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei 11 Grad, am Freitag bei 13 und am Samstag bei 16 Grad. Das waren die Meldungen für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.